Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich dieses Video jetzt anfangen soll. Es ist sehr gemischt. Es ist kein wahnsinnig negatives Video, es ist auch kein wahnsinnig positives Video. Ich hatte ein seitenlanges Skript für dieses Video und ich habe alles davon über den Haufen geworfen. Ich glaube, an dieser Stelle ist keine Zeit für ein Skript. An dieser Stelle ist wieder mal, und wie ihr das gewohnt seid von mir und auch von Frederik, die gewohnte 100% Transparenz gefordert. Aber definitiv kein Skript. Deshalb reden wir jetzt über die Alpen Academy Jacke. Bevor wir über die Conclusion, bevor wir über all das, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, reden, möchte ich nochmal kurz den Hergang, die Entwicklung und das, wo das alles eigentlich hergekommen ist, nochmal kurz aufgreifen, um das alles in eine gewisse Relation zu setzen. Der erste Schritt der Alpen Academy Jacke war, wir sind auf die Idee gekommen, dass Hardshell-Jacken einfach massiv zu teuer sind und das eigentlich auch günstiger gehen müsste, denn das Material, das ist ja relativ erschwinglich. Wieso kosten die dann also so viel? Das war die initiale Frage und genau der wollten wir nachgehen. Zugegeben, wir wollten dabei auch in gewisser Weise die ganze Branche ein bisschen pieksen und anstacheln und schauen, was so aus dem Gebüsch herauskommt. Aber eigentlich wollten wir uns ja auch darauf konzentrieren, kriegen wir eine Jacke für unter 200 € hin, die den Qualitäten einer 600-700 € Jacke entspricht. Also kann man im Prinzip für eine Jacke nur 30% zahlen und trotzdem genau das gleiche Ergebnis kriegen. Das war die eigentliche Frage, die wir uns gestellt haben. Wir haben dieses Projekt irgendwie über den Alpen Academy Discord Server. Ihr findet übrigens auch die Infos zu diesem in der Videobeschreibung, falls euch das Thema interessiert. Und auch ein Video dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da haben wir diese ganzen Ideen publik gemacht und haben uns darüber ausgetauscht und alle fanden das sehr witzig und eine gute Idee. Und deshalb haben wir dann uns überlegt, hey, wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir uns einen Hersteller aus China organisiert und Frederik hat da sehr viel Kommunikation diesbezüglich übernommen. Und der hat dann gesagt, ja, wir können das machen, das war ein seriöser Anbieter und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bestellen das jetzt. Und so kam es dann eigentlich auch zu diesem ersten Video, das die Alpen Academy Jacke war. Wir haben dann diesen ganzen Produktionsprozess eingeleitet des Samples, denn wir wollten ja natürlich erstmal wissen, ist die Jacke von guter Qualität. Und dafür verlangte die Fabrik relativ viel Geld. Dieses Geld haben wir dann über eine immer noch meiner Meinung nach unglaubliche Community-Aktion akquiriert. Ganz ehrlich, kann es immer noch nicht so wirklich glauben, dass das so funktioniert hat. Wir hatten binnen 2,5 Stunden das Geld für das Sample zusammen. Wir konnten es uns an der Stelle nicht leisten, weil das Sample aber ein Vielfaches mehr gekostet hat als das eigentliche Produkt dann im Endresultat. Und deswegen haben wir gesagt, wir finanzieren sozusagen ich und Frederik jeweils 50% des Originalpreises und den Rest übernehmen dann, den hoffen wir über Spenden akquirieren zu können. Und wir haben mit Wochen gerechnet und nach 2 Stunden war das Geld da. Wir waren nicht nur geflasht, wir waren sprachlos, ganz ehrlich. Das war eine coole Idee und es hat uns auch irgendwo die Bestätigung gegeben, dass dieses Projekt cool ist, dass das Sinn macht, dass das funktionieren wird. Und ganz viele Leute haben dann danach noch geschrieben, hey, wieso, ich will auch noch spenden, ich will auch Teil dieses Projekts werden. Und ich fand das so unfassbar, weil man einfach erkannt hat, dass die Idee so gut ist und dass das alles so einen Wert für die Menschen hat, dass sie auch bereit sind, den einen oder anderen Cent dafür dazulassen. All das war mir persönlich wahnsinnig wichtig. Und gerade in diesem Moment wuchs mir dieses Projekt noch mehr ans Herz. Vorher war es irgendwie nur so eine Spinnerei und vorher war es irgendwie nur so eine Idee von mir und dem Frederik und ein paar Community-Mitglieder haben das dann ganz cool gefunden. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das jetzt. Dann, als wir aber das ganze Geld dafür so schnell beisammen hatten, als wir den ganzen Zuspruch bekommen haben, da wurde das ein Herzensprojekt für mich und definitiv auch für den Frederik, der heute an dieser Stelle nicht sprechen kann, leider. Deshalb versuche ich jetzt auch so ein bisschen das Sprachrohr für Frederik zu sein und ich habe auch im Vorfeld mit ihm darüber gesprochen, was heute und hier jetzt besprochen werden muss. Gehen wir in der Geschichte jedenfalls ein bisschen weiter. Als wir das Sample bestellt hatten, wussten wir, das wird jetzt ewig dauern. Und wir mussten immer wieder euch auch sagen, es dauert leider wirklich lange. Es gab Lieferverzögerungen, auch mit den Spezialanfertigungen, die wir haben wollten und so weiter. Und das Ganze hat sehr lange gedauert. Und er hat dann die Stoffe schon mal bestellt gehabt, der Jack hieß er aus der Fabrik. Und wir konnten uns währenddessen auf Design und Logo und Co. konzentrieren.
Dabei hat uns ein Community-Mitglied sehr stark unterstützt, der Alpenkraxler heißt er bei uns am Discord. Der ist meiner Meinung nach ein wichtiger Teil von dem ganzen Prozess geworden, denn er war maßgeblich für die Gestaltung des Logos verantwortlich. Dieses Logo ist auch wieder ein Platzhalter für wahnsinnig viel Engagement, wenn es um die Gemeinnützigkeit im Bergsport geht. Er wollte kein Vermögen dafür haben, er wollte keine Anerkennung dafür oder sonst was. Er hat für diese Jacke dieses Logo zur Verfügung gestellt und auch einfach wieder aus der Überzeugung heraus, dass das eine coole Idee ist und ein witziges Projekt. Das Projekt Alpen Academy Jacke wurde also von einem Projekt aus mir und bestehend aus mir und dem Frederik zu einem Projekt, wo einfach jeder irgendwo seine Meinung dazu kundtun konnte. Wir hatten am Discord-Server viele Umfragen. Wie findet ihr dieses Design? Wie findet ihr jenes Design? Wie findet ihr welche Farbkombinationen? Wie findet ihr welche Aufdrucke? Alle, die da dabei waren und das jetzt sehen, wissen, es war ein sehr inklusives Thema. Es war ein sehr großes Thema auch die Zeit über, als es um Design ging. Und das alles hat, glaube ich, jedem auch so ein bisschen Spaß gemacht, weil man konnte einfach so dabei sein bei einem Entwicklungsprozess und auch so ein Voting abgeben. Jeder durfte ganz demokratisch abstimmen, was sind die besseren und die schlechteren Designentscheidungen. Wir haben alles zur Umfrage gestellt, alles zur Abstimmung und zur Debatte gestellt und immer hat das Ergebnis gewonnen, das repräsentativ die Mehrheit erhalten hat. Und das war alles im Großen und Ganzen eine, glaube ich, ganz coole Erfahrung. Es gab Streitereien, es gab Austausch, es gab Diskurs und letztlich gab es auch viele Ergebnisse. Und ein Ergebnis davon war, dass wir dann einige Wochen später tatsächlich das Sample in der Hand halten konnten. Wir konnten jetzt wirklich feststellen, ob das, was wir aus China von Alibaba aus bekommen, tatsächlich auch mit dieser Qualität aufwarten kann, wie wir es uns von diesen etablierten Herstellern, die immer behaupten, dass sie da und dort produzieren und wahnsinnig nachhaltig und alles Bullshit-Bingo-mäßig produzieren, mithalten kann oder nicht. Und als ich die Jacke das erste Mal in der Hand hielt, da war ich schon sehr aufgeregt. Denn wie ihr dann im Update-Video sehen konntet, sie war relativ gut. Als ich die Jacke erhalten habe, habe ich mit Frederik drüber geplaudert, wie ich die Jacke so finde und was ich von ihr halte, was so erste Tests von mir so ergeben haben und so weiter. Und es waren natürlich alles keine fachlichen Tests im Sinne eines Labors, es waren höchstens fachliche Tests im Sinne meiner persönlichen Erfahrung und Wahrnehmung mit anderen Jacken. Fakt ist aber, wir wollten mehr. Wir wollten Ergebnisse schwarz auf weiß, wir wollten wissen, was kann sie. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auf eigene Kosten die Jacke dann zum TÜV zu schicken. Der TÜV hat sich über die Idee gefreut und fand das ganz lustig und deswegen hat er gesagt, ja, machen wir. Aber natürlich zu den entsprechenden Kosten. Aber das war uns klar und es war uns aber auch wichtig. Und es war wichtig, dass wir Fakten und Zahlen in der Hand haben. Als wir das Ganze dann zum TÜV geschickt haben, und deswegen hat übrigens auch das letzte Update jetzt, was heute erscheint, nochmal so lange gedauert, weil eben TÜV, das war eine ganz schöne Prozedur. Als die Jacke beim TÜV war, haben wir uns schon so gedacht, ja, das wird sicher gut und das wird gut ausgehen, weil mein erstes Gefühl mit der Jacke war auch gut. Und dann irgendwann letzte Woche erhielt der Frederik eine Mail vom TÜV. Und die Mail war, da gab es dann den abschließenden Prüfbericht und er hat mir die dann weitergeleitet. Und ich habe diesen Bericht gelesen und habe mir gedacht, irgendwie passt das alles nicht. Irgendwie macht das auch alles überhaupt keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit den Ergebnissen an. Ich blende sie euch hier ein. Dann könnt ihr das auch ein bisschen nachvollziehen, aber ich werde mich jetzt hier nicht an den Zahlen aufhängen, ich werde nur über die grundsätzlichen Ergebnisse sprechen. Zuerst mal zu der riesigen Überraschung, zu der absolut riesigen Überraschung. Unsere Jacke bestand aus zwei Farbkombinationen. Einmal der orange Teil und einmal der blaue Teil. Das war aber nicht der gleiche Stoff. Er war nicht anders eingefärbt, sondern es waren unterschiedliche Stofftypen. Wir wissen nicht, warum das so war. Wir haben keine Ahnung. Warum verwendet man für ein und dasselbe Produkt plötzlich zwei verschiedene Stoffe? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wie sind wir darauf gekommen, dass das zwei verschiedene Stoffe waren? Der TÜV, und da gehen nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an euch, geile Typen vom TÜV raus. Ihr seid wirklich coole Typen. Der TÜV hat für uns nämlich zwei Proben genommen für alle Tests. Und diese zwei Proben, die waren einmal aus dem orangen Teil und einmal aus dem blauen Teil. Das haben wir gar nicht angefordert, weil wir nicht ansatzweise auf die Idee gekommen sind, dass die tatsächlich dann einfach für
für verschiedene Farbtöne verschiedene Stoffe genommen haben. Das hatten wir nicht auf den Schirm. Der TÜV-Shop. Und der TÜV hat uns das dann einfach angeboten und das haben sie uns dankbarerweise echt nicht verrechnet. Das muss man, das ist Wahnsinn, aber wie gesagt, TÜV, Props, richtig cooler Verein. Jedenfalls war das Ergebnis, dass diese zwei Materialien auch unterschiedliche Werte in ihren Tests aufgewiesen haben. Das ist ein Problem. Das größte Problem daran ist, oder das größte Problem an den ganzen TÜV-Ergebnissen ist, diese beiden Materialien haben unterschiedlich abgeschnitten, aber sie haben in den gleichen Bereichen richtig schlecht abgeschnitten. Und da kommen wir jetzt auch zu den Ergebnissen. In Sachen Abriebfestigkeit und in Sachen Atmungsaktivität ist diese Jacke eigentlich markttechnisch das Beste, was es gibt. Es gibt nichts besser. Der TÜV, man muss es anders formulieren, der TÜV kann nichts mehr testen als das, was sie getan haben. Und in diesen Bereichen hat der TÜV alles bestanden. Das haben sie uns dann auch nochmal am Telefon in einer ausführlichen Erläuterung, da hat der Freddy nochmal ein Gespräch mit den Kollegen vom TÜV geführt und die haben uns das bestätigt. Atmungsaktivität, top, und Abriebfestigkeit, auch top. Wir haben uns gedacht, cool, sehr geil, oder? Ist ja top. Der zweite Stoff, der orangene Stoff, der hat da nicht so gut abgeschnitten wie der blaue, aber immer noch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann kamen wir aber zum Thema Wasserfestigkeit, Wasserdruckprüfung, Spraytest, diese ganzen Geschichten. Und da kamen wir dann drauf, das geht gar nicht. Also der blaue Anteil der Jacke, es ist so absurd, dass man von Anteilen sprechen muss bei einer Jacke, aber der blaue Anteil der Jacke, der war nicht so gut. Aber der orange Anteil, der war richtig schlecht. Also bei dem blauen Anteil sind wir gerade mal über die 6000 mm Wassersäule drüber gekommen und beim orangen Anteil sind wir über die 5000 mm Wassersäule drüber gekommen. Und jetzt könnte man sagen, naja, es ist jetzt nicht so schlimm. Naja, aber wir haben 20.000 bestellt. Also die Fabrik hat ein Viertel ihrer Leistung, die wir bestellt haben und bezahlt haben, geliefert. Und das war eine gewaltige Enttäuschung, ganz ehrlich. Wir sind bis heute, und ich hatte heute das letzte Gespräch mit ihm, mit Freddy, wir sind bis heute einfach verwundert, wieso eine Jacke in manchen Punkten solche Glanzleistungen bringen kann und in anderen Punkten nicht. Wir wissen es nicht. Da kommen wir auch eigentlich auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Kommunikation mit Jack. In der Kommunikation mit Jack hat sich eigentlich immer herausgestellt, alles läuft sehr professionell. Wir haben für sämtliche Stoffe Ökotex-Zertifikate erhalten. Wir haben beim Ökotex nachgefragt, sind diese Zertifikate echt? Ökotex hat uns bestätigt, ja, all diese Zertifikate sind tatsächlich originale Zertifikate. Die Materialien, die wir also in Umlauf gebracht hätten, die gibt es, die sind quasi zertifiziert, die werden so vertrieben und so weiter. Wir sind nie davon ausgegangen, dass es sich hierbei quasi um einen Scam oder so handeln würde. Es war alles immer sehr hochprofessionell. Jack hat sehr viel Geduld mit uns gehabt, weil wir eben die TÜV-Prüfung abwarten wollten etc. Und alles lief sehr, sehr professionell ab. Nach Industriestandards, würde ich jetzt mal einfach sagen. Als wir aber dann ihn mit den TÜV-Ergebnissen konfrontiert haben, da war das mit der Professionalität auch plötzlich vorbei. Denn plötzlich erkannte Jack, er kann mit uns kein Geld mehr machen, denn so können wir diese Ware nicht kaufen, weil sie entspricht nicht den Leistungen, die wir bestellt haben. Das Ergebnis war, Jack hatte keine Ahnung, wie er uns jetzt noch retten sollte. Dann hat er uns erklärt, naja, diese TÜV-Ergebnisse, und das ist ein Satz, der beleidigt mich in meiner persönlichen Intelligenz, die TÜV-Ergebnisse kann er sich nur so erklären, dass das Sample ja nur deshalb so schlechte Werte hat, weil es von einer Sample-Maschine produziert wurde. Keine Ahnung. Einfach nur absurd. Einfach nur vollkommen absurd. Die schlechten Ergebnisse sind der Wasserdruck und der Spraytest bei dieser Jacke. Die anderen Dinge haben alle tatsächlich sehr gut funktioniert. In allen anderen Bereichen hat die Jacke relativ gut abgeschnitten. Man könnte also sagen, es ist eine Regenjacke für alles außer Regen. Und das ist Schwachsinn. Und deshalb sind wir jetzt lange Zeit am Überlegen gewesen, was machen wir eigentlich damit?
Wir haben keine richtig schlechte Jacke. Wir haben aber auch keine Jacke, die unfassbar gut ist. Wir haben auch keine Jacke, die unseren eigenen Anspruch erfüllt hätte, nämlich, dass wir allen in der Industrie zeigen, dass wir es für weniger Geld besser machen könnten. Im Prinzip haben wir das Maul aufgerissen und sind auf die Schnauze geflogen. So einfach kann man das sagen. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt nichts Unangenehmeres, als hier zu sitzen und tausenden Leuten von euch zu erklären, dass das passiert ist. Genau so. Ich glaube nicht, und das möchte ich jetzt gar nicht als Verteidigung oder Rechtfertigung erklären, sondern vor allen Dingen als die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass wir blauäugig waren. Wir haben in unserem Lieferantensuchprozess sehr, sehr heikel aufgepasst, wen wir kontaktieren, mit wem wir welche Informationen teilen, wo wir Seriosität entdecken und wo nicht. Und ganz ehrlich, Ökotext-Zertifikate, die ganze Kommunikation, die Angebotslegung, das alles war professionell. Wir hätten nicht anders draufkommen können. Es war ja auch kein Betrug in dem Sinne. Sie haben einfach nur mit Sachen geworben, die nicht stimmen. Ganz einfach. Aber das bringt mich zu einem Punkt und zu einer Überlegung, über die ich mit Freddy gar nicht gesprochen habe, aber die mir trotzdem jetzt wichtig ist, hier anzusprechen. Diese Jacke wird in Europa laut offiziellen Auskünften um die 75.000 Mal pro Jahr verkauft. Irgendeine Firma kauft diese Jacke mit diesen Werten und verkauft sie dann wieder hier in Europa. Mit den Angaben 20.000 mm Wassersäule, vermute ich. Wir wissen nicht, wer diese Firma ist. Sie geben darüber auch keine Auskünfte. Wir wissen nur, dass es offensichtlich Betrug am Textilmarkt in Europa gibt, aber wir wissen nicht, wer es ist. Wenn man sich das einfach mal nur ganz kurz durch den Kopf gehen lässt, muss ich jetzt, um jetzt sozusagen zum abschließenden Kapitel zu kommen, ein Fazit ziehen. Und muss sagen, es tut mir, als erstes muss ich jedenfalls sagen, es tut mir wahnsinnig leid, dass dieses Projekt so schief ging. Ich habe mein Bestes gegeben, wir haben wahrscheinlich hunderte Arbeitsstunden in dieses Projekt gesteckt, definitiv hunderte Arbeitsstunden. Wir haben nochmal sehr viel Geld in die Hand genommen für die Tests, sehr viel Geld tatsächlich, für die Tests beim TÜV in die Hand genommen. Und ganz ehrlich, hätten wir diese Tests beim TÜV nicht gemacht, dann wüssten wir heute nicht das, was wir wissen. Und wir können so sicherstellen, dass ihr eben keine Jacke bekommt, die nicht den Ansprüchen genügt, die wir gestellt haben. Das Fazit ist aber auch, wir haben sehr viel über Textilien gelernt. Wir haben sehr viel über Produktionsprozesse gelernt und wir haben sehr viel über internationalen Handel gelernt. Wir haben sehr viel über Margen, wir haben sehr viel über Steuern und Co. gelernt. Und eines möchte ich an dieser Stelle versprechen, und das ist ein großes Versprechen, dieses Wissen werden wir erneut dafür einsetzen, dass ihr eben nicht sofort, eben nicht im Januar, aber bald zu einem Produkt kommt, das tatsächlich unseren und euren Ansprüchen genügen wird. Und das ist jetzt keine große, sehr spezifische Ankündigung, weil ich dazu nicht viel sagen darf, weil ich dazu nicht sehr viel sagen kann, weil wir da in einem Bereich unterwegs sind, der ganz anders ist als das, was wir jetzt versucht haben. Und weil es sich hierbei um eine Innovation handelt, die andere Firmen nicht auf dem Schirm haben. Und ich weiß, wie sich das jetzt anhört. Jetzt ist da jemand an einem Projekt gescheitert und jetzt glaubt er, für das nächste Projekt, da wird das dann alles besser. Wir werden solche Versuche wahrscheinlich nie wieder machen, dass wir einfach irgendwo importieren, ohne zu wissen, was wir kriegen, ohne zu wissen, ob das wirklich passt. Wir werden das so in diesem Stil nicht mehr machen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass dieses Projekt als solches gescheitert ist. Ich glaube einfach nur, dass das Endresultat nicht funktioniert hat, aber dass man auf dem Weg dahin jetzt sehr viel lernen konnte. Wir wissen jetzt, woher man Textilien beziehen sollte und woher nicht. Wir wissen jetzt, wo man vernünftig prüfen kann, ob Textilien wirklich dem entsprechen, was die Hersteller angeben, egal wer das ist. Und wir wissen auch, mit welchen Firmen und mit welchen Institutionen man arbeiten muss und kann, um relativ solide zu Ergebnissen, auf Fragen, Antworten und Co. zu kommen. All das ist nicht umsonst, all dieses Wissen ist nicht umsonst und das ist uns wichtig, dass wir das irgendwie in irgendeiner Form künftig auch noch einsetzen und euch zur Verfügung stellen. Wie das genau aussieht, das steht jetzt gerade noch in den Sternen. Wir sind auch hier wieder sehr stark am Tun und am Machen, aber diese Prozesse dauern eben ein wenig. Vor allen Dingen, weil wir mit vielen anderen Firmen gerade Kontakt haben. Wie gesagt,
Viel mehr darf ich dazu jetzt nicht sagen. Aber Fakt ist, und ich möchte das hier nochmal betonen, gar nicht um irgendwas zu rechtfertigen oder zu relativieren, sondern einfach nur als Fakt darstellen. Es gibt Firmen in Europa, die von exakt diesem Hersteller eine unfassbare Stückzahl an Jacken ordern und hier wieder verkaufen. Es gibt Firmen, die in der Textilindustrie nachweislich, denn das haben wir hiermit bewiesen, betrügen. Es gibt also auch Firmen, die das wahrscheinlich in noch dreisterem Stil machen, denn wir sind hier auf den seriösesten Produzenten gestoßen, nicht auf den unseriösesten. Wir sind auf jemanden gestoßen mit unzähligen offiziellen Zertifikaten als tolle Fabrik, als toller Hersteller, als toller Händler, als toller Partner und so weiter von verschiedenen unabhängigen Institutionen, die das tatsächlich alle bestätigt haben, dass der das ist und so weiter. Was glaubt ihr, wie viele unseriöse Leute nach Europa verkaufen? Ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen, wie viele Jacken in Europa eigentlich vertrieben werden, ohne dass die Konsumenten eigentlich wissen, was tatsächlich hinter ihrer Jacke steckt. Und das kann ich jetzt ankündigen. Sobald meine finanziellen Mittel wieder das hergeben, werde ich jedenfalls die ein oder andere Jacke bestellen von den etablierten Herstellern und zu unseren neuen Freunden und Kollegen vom TÜV schicken. Und ich werde das aus meiner Tasche bezahlen, aber ich weiß, dass es hier, sagen wir mal Schummler gibt. Schummler, die mit der Angabe der Hersteller prahlen, die aber nicht stimmt. Und wenn ich Glück habe, gehe ich dem einen oder anderen Hersteller damit auf den Leim. Und das ist so mein nächstes Projekt jedenfalls. Und über alle anderen Projekte, wie gesagt, kann ich jetzt gerade noch nicht sprechen. Es wird, sobald wir in trockenen Tüchern damit sind, definitiv wieder ein Video dazu geben. Fakt ist, es gibt jetzt keine Jacke. Ich habe sie leider auch nicht in der Hand, weil das Paket vom TÜV ist leider noch nicht zurück. Das braucht noch ein paar Tage. Fakt ist, es gibt jetzt leider keine Jacke. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, danke für diese unfassbare Unterstützung damals, als es um die Finanzierung der Jacke ging. Ich möchte allen Community-Mitgliedern herzlich dafür danken, dass sie an diesem Prozess teilgenommen haben. Ich möchte euch allen Zuschauern, auch die nicht am Discord sind, nochmal vielmals dafür danken, dass ihr in die Kommentare geschrieben habt, was ihr denkt, eure Meinungen geteilt habt, mir viele Nachrichten und E-Mails geschrieben habt zu diesem Thema, ihr immer wieder nachgefragt habt. Das alles war mir persönlich sehr viel wert. Und ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, wie traurig ich darüber bin, dass ich heute hier sitze und nichts in der Hand habe. Auch wenn ich damals angekündigt habe im ersten Video, es ist ein Versuch, es ist ein Experiment und wir wissen nicht, wie es ausgeht und wir das transparent offengelegt haben, tut's trotzdem ziemlich weh. In diesem Sinne, das Video ist lang genug geworden. Wenn ihr Fragen habt noch zu dem Thema, was wie abgelaufen ist, es gibt so viel, was man darüber erzählen kann. Ich könnte da Stunden jetzt drüber reden, weil schließlich sind wir auch hunderte Stunden zusammen in Konferenzen gesessen und haben über das Thema gesprochen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Frederik wird darauf eingehen. Wir haben uns hier auch abgesprochen, dass wir versuchen, wirklich, um einfach unsere Transparenz wirklich komplett offen zu halten, auch unsere Türen offen zu halten und zu sagen, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Fragen zu den Ergebnissen habt, zu der Kommunikation, zum TÜV, sonst was, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Wir beantworten sie so gut wir können, weil wir wissen ja auch nicht alles. Oder wir können manche Sachen, wir wissen nur das, was wir wissen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr nicht allzu traurig seid. Zumindest nicht trauriger als ich. Und dass wir uns bald wieder mit einem neuen, cooleren System, mit einer neuen, cooleren Idee wiedersehen, die dann auch in der Praxis funktioniert. Was ich jetzt auch noch gelernt habe ist, und das möchte ich jetzt abschließend sagen, unser nächstes Projekt, von dem werdet ihr nicht eine Sekunde etwas erfahren, solange wir nicht tatsächlich fertig sind mit dem Vertrieb. Es wird ein nächstes Projekt geben, es wird ganz anders aussehen als das, was wir jetzt haben, es wird anders designt sein, es gibt anderen Aufbau, es gibt andere Materialien, wir haben alles in der Hand, wir haben alles am Prüfstand und wir arbeiten mit Unternehmen, die in Konzerngröße weltbekannt sind. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Wenn wir all das fertig haben und ein Produkt in der Hand haben, dann und nur dann werde ich euch darüber informieren. Das hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht irgendwie inkludieren will in einen Prozess,
sondern in erster Linie weiß ich, wie viele Leute sich eine Jacke gewünscht haben. Und deshalb weiß ich auch, wie viele Leute jetzt enttäuscht sein werden. In diesem Sinne, es tut mir leid, es tut dem Frederik leid. Wir sind selber sehr wütend, traurig, enttäuscht. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir haben viel dazugelernt und dieses Wissen werden wir für euch nutzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bergheil.